Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017. Wieder mit dabei der gute Osti. Moin! Und der liebe Längsor. Ja, moin. Moin. Wir sind immer noch hier im Wald beschäftigt. Ja, was haben wir vergessen? Keine Ahnung, ja. Was? Nein! Osti, nicht ärgern jetzt, er ist eh schon gereizt. Wir hatten überhaupt den Schutt in den Wald eingeschmissen. Das möchte ich gerne mal wissen. Was machen. Hier sieht's aus. Ich weiß, es sollte ja eigentlich Winter sein, ne? Richtig. Na, dann macht er jetzt fix. Können die Leute auch mal gucken. Muss ich ausdrücken, kurz aus dieser Hölle rausrangieren? Lass ihn ganz in Ruhe, Längsor, kein Stress. Da guckt ihr das an, wie da hier einer nauf. Oh, ne. Naja, ist ganz schön viel Holz hinten drauf, gell? Och, Junge. Die Verkaufsstelle hier platziert heute. Ich fahre. Hier geht der Post ab. Pass mal auf, wenn ich um die Kurve fahre, Junge. Ja, yeah, ich sitze hier hinten drauf extra, um mir das mal anzugucken. Ja, pass auf. Gleich hebelst du wieder aus. Achtung. Jetzt, Oh, Nacht, dunkel. Steht nicht. Alter, fährst du Schlangenlinien? Hast du gesoffen oder was? Ja, mich hebelst doch aus in der Mitte. Die Hinterräder hebelst doch aus. Du kannst ja Stützen runter machen. Oh. Alter Falter, ey. Ja, die Baumstämme sind viel zu lang. Definitiv. Aber. Guckt euch lieber mal zwischendurch hinten dran, dann geht das. Guckt euch zwischendurch lieber mal die Laubbäume an. Ja, die sehen ja, cool schön aus. Sehr stylisch. Wo fahr ich denn überhaupt hin? Muss ich denn hin? Alter. Also ihr wolltet jetzt Winter haben. Nö, machen wir Winter, nein. Sag mal jetzt mal eine blöde Frage. Gibt's von dieser Version, die wir hier hinten dran hängen haben, also von diesem Baumkran oder was immer das sein soll, eine längere Version für noch längere Baumstämme? Oder eine Stärke? Guck doch einfach mal in den Shop rein. Ja, ich frag euch Experten. Ja, gibt's. Musst, wie gesagt, guck in den Shop rein. Gibt's einen Sattel auf? Aber hier ohne Kran. Aber ohne Kran. Einfach nur ein Rumpflieger ist das. Ja, und da musst du dann mit der Zange arbeiten und Frontlauf. Alter, wenn Osti hier nicht so Schlangenlinien fahren würde, wäre das richtig schön gerade gewesen. Naja, ich. Leichte Überlänge. Kannst du mal fahren? Nein, danke. Ich passe. Kannst du sowieso gleich nicht schieben, pass auf. Wo fahr ich denn überhaupt hin? Ich muss mal. Der Winter ist gekommen und die Tiere brauchen jetzt mehr Pflege. Ja, blablabla, das ist nicht. Ah, okay. Nicht wieder anzeigen. Gut, wohin liegst du wieder Tag haben, oder? Ich bin ja voll falsch gefahren, du. Ja, machen wir es. Oh, es ist immer noch dunkel, gell? Naja, Winter halt. Geringfügig. Ja, das Spiel muss ich jetzt erstmal wieder einkriegen. Bäume sind so leer. Also hier im Wald ist nur alles voll. Du bist doch bei Nadelbäumen. Ja, die werden aber auch ein bisschen andersfarbig. Bisschen dunkler. Ja, Torsten, es ist dunkel. Es ist dunkel draußen. Dann ist alles dunkler. Warum ist denn jetzt eigentlich dieses blöde Häcksler-Teil hier aus? Weil der Tanker wahrscheinlich voll ist. Und der Tank voll ist. Ich geh mal gucken. Ja, kannst du ja einen Hänger nehmen und kannst einen runterfahren. Ich glaube, warte mal kurz. Moment. Nee, da passt nur was rein. Dann hast du den Hänger wahrscheinlich vorhin falsch verschoben. Nee, war ja eben, bis eben war ja alles gut. Oder ich rate einfach mal, der Texler war jetzt die ganze Zeit an, wo ich gespult habe. Ja. Und der Tank ist leer. Ja, an war er auf jeden Fall. Also ist der Tank leer. Guck doch mal. Warte. Das heißt, steigt mal in den Häcksler ein, guck doch, wie viel Sprit noch drin ist. Es zeigt mir an, 462 Liter. Okay.
Dann musst du ihn wahrscheinlich wieder neu anbauen. Ja, das habe ich gerade. Versuche ich ja gerade. Jetzt geht er wieder. Oh Gott. Hey, Rusty. Hey, Lengsi. War das jetzt auch wieder verkehrt? Hätte ich das jetzt auch nicht starten dürfen? Solange du das andere L-Wort nicht davor nennst, ist alles gut. Laubgrüner Längser. Laubgrüner Längser. Grün mag ich. Laubgrüner Längser, auch nicht schlecht. So. 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 Vorne S, hinten Ö. Oh, Mensch, jetzt Kinder. Oh, richtig anbacken hier. Genau, pack mal richtig zu. Ja, Mann. Warum läuft das nicht? Eben lief der doch die ganze Zeit. Lass mich mal einsteigen. Excuse. Also als ich letztens eben ausgestiegen bin, lief er. Jetzt läuft er wiederum nicht. Musst du auch Motor anmachen? Hab ich doch gehabt eben. Dann bin ich ausgestiegen und dann war auf einmal wieder nix. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Bei dir. Ist auch nicht schlecht. Jetzt hat er jetzt gerade den einen Stock hier wieder rausgeschmissen. Obwohl der schon vorne beim Zerhexler drin war. Der Häcksler. Ich will mich jetzt aber ärgern. Egal. Sag mal, lassen wir unser Bauwagen und so weiter dann erstmal über den Winter hier stehen, oder? Ja, was willst du denn? Was hast denn du jetzt vor? Das frage ich mich jetzt im Winter. Ich frage ja nur. Hätte ja sein können, dass wir irgendwo Winterfest machen oder keine Ahnung. Kosten kurz vor. Über den Winter schiebe ich euch in den Wald ab. Dass euch auch ja nicht kalt wird. Ihr habt da drin einen Ofen. Und einen Bauwagen. Ja, das ist schön. Kann man schön kuscheln. Und ich hab meine Ruhe von einem Dorf. So, möchte jemand Wartung machen hier? An meinen Hänger oder am Traktor? Geht gerade schön von unten. Ja, warte, ich guck mal drauf. Ich komm ja nicht mal raus hier. Was? Ey, Thorsten, komm mal mit runter. Warte. Ja, du könntest bald mal Ölwechsel gebrauchen. Oh, ein bisschen abschmieren. Ja, geil! Ein bisschen abschmieren. Top! Soll ich noch ein bisschen, warte, ich stu mal ein bisschen höher machen. Oh, oh! Ja, aber immerhin, der Hänger ist fast leer, das ist doch schon mal was. Ja, du hast doch neu da. Ja, aber ich weiß nicht, also Holz, ne? Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Nee. Naja, oben im Wald ist jetzt auch relativ aufgeräumt, also. Da liegt auch nicht mehr so viel rum, außer jetzt halt normale Baumstämme noch. Wollen wir die noch abtransportieren da oben, oder wollen wir die da erstmal liegen lassen? Können wir auch schon mal liegen lassen. Ah,
Warum liegen hier eigentlich immer noch von dem Laubbaumäste rum? Wo liegen denn da immer noch Laubbaumäste rum? Da, wo ich stehe. Da. Vor allem, es sind noch Blätter dran. Das war eine Eiche. Das längst auch das glaubst nicht. Es ist Winter, da sind keine Blätter mehr an Bäumen. Ja, aber an den Ästen sind noch wohl Blätter dran. So, bist du jetzt zufrieden? Langsam. Jetzt liegt da nichts dran. Ja, und sie liegen auch trotzdem noch da. Ja, ich bin noch schon dabei. Anstatt des sagst nur bei mir liegen da keine. Das ist bestimmt verpackt bei dir. Nein, ich will ihn doch nicht poppen. Ja, Hänger ist leer. So, falls ihr jetzt gerade irgendwie gesprochen habt, ich hab's nicht gehört, weil mein Headset aus war. Gott sei Dank. Ja, langsam, da hast du was über den Bauernlümel gesagt. Du. Ja, wow. Naja, ich kann mir schon vorstellen, wie er ablästert. Ja, wir nehmen kein Blatt vor Münz, wisst ihr. Ein Laubbaum ist zu groß. Du! Ach. Sag mal, hatten wir nicht mal Schafe? Wir hatten Holger und die Bettina. Leben die überhaupt noch? Fragezeichen? Nein. Schon wieder nicht. Nee, warte mal, das war ja im Tablet, ne? Ey? Achso. Häuser und Bettina existieren nicht mehr. Oh, nicht schon wieder. Haben wir da nicht jetzt. Doch, jetzt schon das zweite Mal, dass die verschwinden. Naja, sind die verreckt? Ich wüsste jetzt nicht, dass hier verreckt. Ich will einmal kurz was gucken. Die können ja immer nur mit dem Wasser und mit dem Gras eine Woche überleben. Also 6 Tage. Ich glaube, da hätten wir besser gucken müssen, ne? Wo war denn der Schafstall da oben? Ich werde mal aufgucken. Ich guck jetzt mal ganz kurz woanders hin. Wie viel Schweine hast du gekauft? 3 oder 4? 4 waren es. Leben die noch? Die sind schon abholbereit für den Schlachter. Oh nö, nicht die Tiere killen. Doch. Bring Kohle. Willst du ja deine Wurst aufs Brot haben, dein Mett, oder nicht? Deine Mettwurst. Was machst du da? Ich versuche, dass da hier das Chaos hier zu beseitigen. Weil der eine, den einen, den er da hier immer rausschießt, der hier an der Seite, den kannst du da reinschmeißen, den schießt er immer wieder raus. Den hier, den ich hier in der Hand habe. Du musst gleich sehen. Den knallt er gleich wieder raus. Wohin? Ah,
jetzt nicht, na, das war wieder Vorführeffekt, war klar. Osti? Nein. Doch. Was denn? Ist wieder soweit. Du hast anmoderiert. Echt, hab ich? Ich komm schon ganz durcheinander. Ja. Gut, liebe Zuschauer, mittlerweile sind wir im Windschop anmoderiert. Ja, eben drum. Ja, wer denn nun? Ja, mach du. Kannst auch du, wenn du anmoderiert hast. Ich mach's gut, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.